Dieses Video von Daniel Schiffer haben wir letzte Woche auf YouTube entdeckt. Es ist ein nagelneues Video von ihm. Es zeigt, wie er ganz einfach zu Hause einen Commercial dreht. Und wir haben versucht, dies mit dem Smartphone nachzumachen. Ihr seid bei SnapTools, mein Name ist Frank Luger. Wenn es euch interessiert, dann bleibt mal dran. Daniel Schiffer. Einer der kreativsten Köpfe in der YouTube-Szene. Er zeigt jede Woche neue Videos, wo er kommerzielle Videos dreht. Alles zu Hause, alles mit der normalen Kamera, also ohne riesen Equipment. Ist absoluter Kracher. Wenn ihr ihn nicht kennt, schaut ihn euch an. Es ist wirklich absolut Endstufe. Wir machen so was Ähnliches. Wir wollen natürlich hier nicht Daniel Schiffer sein. Wir wollen ihn vielleicht ein bisschen kopieren in diesem Falle, was vielleicht auch nicht ganz falsch ist. Wir machen das aber mal mit dem Smartphone, um einfach so ein bisschen auszuloten, hey, wo liegen so die Möglichkeiten? Und ich denke, das wird ganz gut. Daniel Schiffer zeigt ganz genau seine Herangehensweise in diesem Video. Wir haben uns das auch ganz genau mal angeschaut, wie er das natürlich macht. Setzen das von der Kamera um aufs Smartphone. Wir benutzen in diesem Fall ein iPhone XS. Ich benutze dazu eine besondere App, die heißt Filmic Pro. Da könnt ihr einfach mehr einstellen. Da könnt man diese Slow-Motion-Aufnahme gezielter einstellen, dass ihr quasi auf 120 Frames pro Sekunde kommt. Ich erkläre das auch nochmal, wenn wir das dann auch machen. Wir benutzen bewusst hier nicht das Fotostudio, sondern wir sind jetzt hier in unserem Besprechungsraum. Wir räumen uns das hier raus, hängen den Hintergrund hin und es kann losgehen. Für unsere Aufnahme benötigen wir eine Packung Fruit Loops, eine wunderbare Schüssel, einen noch besseren Löffel und nicht zu verachten, 1 Liter Vollmilch. Kommen wir erstmal zum Setaufbau. Wir haben hier noch eine Lampe installiert hier. Das ist im Prinzip einfach eine Überkopfleuchte. Hier braucht ihr jetzt, wir haben jetzt hier speziell unsere Studiobeleuchtung genommen. Eigentlich ist das eine Blitzlampe, die benutzen wir jetzt aber nur mit dem Einstelllicht. Hier wäre es aber auch problemlos möglich, eine LED-Leuchte zu nehmen. Oder ihr könntet auch einen Baustrahler einfach an die Decke machen, wo einfach über die Decke das hinleuchtet. Das wäre jetzt aber hier in dem Fall kein Problem. Ich benutze ganz gerne ein Stativ beim Filmen mit dem Smartphone, weil er einfach sehr viel Ruhe reinbekommt. Das befestigt mich so einer Halterung hier. Diese Halterung hat den Vorteil, dass man sie quasi zu Hoch- und Querformat auch verwenden könnte. Hier natürlich jetzt nur quer, wir machen ja ein Video. Hier, das ist unsere Werkbank aus dem Fotostudio. Hier könntet ihr aber auch zwei Böcke nehmen und eine Holzplatte drüber legen. Hier klebe ich einfach einen blauen Pappdeckel drüber, einen Hintergrund. Hier hinten haben wir einen gelb-orangenen Pappdeckel. Das gibt so ein bisschen eine bunte Stimmung. Wir wollen das ja nachher auch sehr ein bisschen übertrieben in der Farbigkeit machen. Wenn man es bunt haben will, dann muss auch von vornherein ein bisschen Farbe rein. Zum Filmen verwenden wir die App Filmic Pro. Die gibt es für Android und die gibt es auch fürs iPhone. Damit habt ihr die volle manuelle Kontrolle über euer Smartphone oder beziehungsweise die Kamera eures Smartphones. Hier ist es möglich, die Belichtungszeit einzustellen. Ihr habt die Möglichkeit, die Bildrate genau vorzugeben. Daniel filmt bei seinem Video auch mit 120 Frames pro Sekunde. Das heißt, ihr habt 120 Bilder pro Sekunde und nicht wie regulär nur 25 oder 50 Bilder pro Sekunde. Das heißt, ihr könnt extrem nochmal an der Zeit schieben. Ihr bekommt dann sehr smooth Aufnahmen und das wollen wir ja bei diesem Clip haben. Wir haben ja nicht sehr viel Information und sehr viel Action. Darum benutzen wir hier die schnelle Bildrate, um einfach nachher im Schnitt damit noch mehr zu machen. Diese Einstellmöglichkeiten sind immer sehr abhängig von dem Typ eures Smartphones, das ihr verwendet. Bei meinem iPhone XS habt ihr 120 Frames bei Full HD. Wenn ihr ein 11er habt oder ein 12er iPhone zum Beispiel, könnt ihr auch 4K und 120 Frames filmen. Ich brauche es aber jetzt mit Gewalt eh nicht, weil die Auflösung Full HD reicht mir für meinen Zweck hier völlig aus. Bevor wir die erste Szene filmen,
vergewissere ich mich, dass alle Einstellungen bei Filmic Pro richtig sind. Hier könnt ihr dazu in die Grundeinstellungen hier gehen. Hier habt ihr die Auflösung. Hier habt ihr zum einen mal 1080p, das ist quasi Full HD. Hier gibt es eine Komprimierungsstufe, das ist die Filmic Extrem. Das lassen wir einfach mal, wie es ist. Dann haben wir hier die Bildrate. Hier haben wir die auf 120 Frames pro Sekunde gestellt. So. Bei dieser App ist das wie bei allen Apps möglich, quasi den Fokus und die Belichtung zu fixieren. Ich achte hier extrem darauf, dass einfach der Fokus einmal gelockt ist und dann bleibt er an der Stelle. Dann arretiere ich auch den Weißabgleich, damit geht ihr auf dieses bunte Feld hier unten bei dieser App. Und ich stelle hier auf manuell und mache den Weißabgleich komplett von Hand, dass ich nachher, wenn ihr filmt, keinen Farbswitch in eurer Aufnahme drin habt. Am Set sind wir nun fertig. Wir kopieren nun die Daten mit AirDrop auf meinen Laptop. Dann schneiden wir das alles zusammen mit Final Cut. Unser kleiner Commercial ist nun fertig. Vielen Dank an Daniel Schiffer für die Inspiration. Wir haben es mit dem Smartphone versucht nachzumachen und ich denke, es ist ganz cool geworden. Wir zeigen euch im Anschluss gleich das fertige Video. Wenn ihr was nachmachen wollt und braucht Equipment für euer Smartphone, sei es jetzt Stative, sei es Objektive, sei es irgendetwas in der Art, hey, in unserem Shop snaptools.de bekommt ihr das. Ansonsten, hey, bleibt an unserem Kanal dran, liked ihn, folgt ihm. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, ciao.